hier ist eure Nina G. Wie ihr seht, sitze ich inmitten von Chaos. Das heißt, eigentlich sitze ich inmitten von Dingen, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Denn vor kurzem ist eine Freundin von mir umgezogen und fragte so kurz vorher, Nina, willst du nicht einfach mit zu Ikea kommen? Und ich dachte so, klar, ich wollte schon länger mal wieder zu Ikea, denn ich brauchte noch einige Sachen so für Stall und auch hier fürs Haus und bin deswegen gerne mitgekommen. Und dann muss man einfach nur wissen, dass bei uns der nächste Ikea in Oldenburg ist. Und auf dem Weg dahin fährt man direkt an dem recht neu eröffneten Crema Megastore in Westerstede vorbei. Und natürlich musste ich da auch noch reingehen und ja, einige Sachen für die Fähre holen, die ich teilweise ja sowieso schon länger auch haben wollte. Da dachte ich, gut, lohnt sich, brauche ich nicht zu bestellen, können wir in einem Abwasch machen. Deswegen ist das hier ein Doppelhaul, einmal Ikea und einmal Crema. Ich denke, thematisch fangen wir mit Crema an, weil sich das hier einfach anbietet und ich dann so ein bisschen Platz hier um mich rum schaffen kann. So, weswegen ich dort unbedingt hin wollte, war der Grund, dass mein Mähnenspray alle war. Oder so gut wie leer. Ja, denn wer Tess mal gesehen hat, weiß, dass ich seitdem ich die Kleine habe, einen deutlich höheren Verbrauch habe. Denn durch diese Dreadlocks kommt man nicht durch. Ich sprühe das Zeug mittlerweile sogar auf den Behang, um den mal einigermaßen durchkämmen zu können. Anders ist es einfach nicht machbar. Und deswegen brauchte ich es neu. Und seit längerer Zeit kaufe ich gerne dieses hier. Mit Kokosnussgeruch, weil ich einfach den Geruch von Kokosnuss total liebe und das total gerne mag und wie gesagt schon lange und deswegen gab es auch gleich die große 1 Liter Flasche, weil, wie gesagt, mein Verbrauch ist mittlerweile recht hoch. Und da sie auch momentan schon wieder die Winter-Sonderedition hatten, musste ich davon auch gleich nochmal was mitnehmen, nämlich hier in Apfelzimt. Das ist nämlich die Sorte, die ich damals als allererstes Mähnen- und Schweifspray gekauft hatte, als Alice zu uns kam. Die kam ja nämlich am 5. Dezember, also im Winter. Und da war das die einzige Sorte, die mir irgendwie zugesagt hat. Und ich war damit total zufrieden und auch total begeistert. Also gab es auch gleich diese Sorte nochmal mit dazu. Aber die hatten sie leider nicht in der 1 Liter Flasche da, sondern deswegen nur 500 Milliliter. Aber ja, als Kombi reicht mir das. Und ich bin sehr froh, diese Sorte jetzt erstmal wieder da zu haben. Ja, dann ist mir neulich ein Trensenhalter irgendwie abgebrochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, aber ich glaube, irgendwie ist ein Werkzeug dagegen gefallen. Keine Ahnung, jedenfalls ist der nicht mehr schön und musste ersetzt werden. Und natürlich musste es auch wieder rosa sein. Und dieser hier ist ganz besonders, denn ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Kamera. Vielleicht so ein bisschen. Der ist nicht einfach nur rosa, sondern... Da. Der hat hier auch noch so Glitzerpartikel drin. Das heißt, der glitzert auch noch. Ich dachte mir, okay, das macht's. Ihr kennt mich ja mittlerweile, das muss da einfach sein. Dann auch zum Thema Mähnenpflege. Ich werde ja demnächst Abbys Schweif auch wieder einflechten. Bei Tess geht das leider nicht. Die hat einfach dann viel zu dick. Aber bei Tess wird es dann wahrscheinlich die Mähne sein, die eingeflochten wird. Und meine Mähnengummis sind auch mittlerweile recht reduziert. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich einfach zur Sicherheit nochmal welche mit. Denn meistens, gerade für Tess, brauche ich eh zwei an einem Zopf, damit das überhaupt hält. Ja, kann gut sein. So, auch für den Fellwechsel nochmal ein neuer Federstriegel. Diesmal sogar mit zu meinem Putzzeug farblich passenden Griff. Das musste unbedingt sein. Nee, sagen wir es mal so, ich brauchte unbedingt wieder einen Federstriegel, denn den ich habe, der ist recht alt, verrostet und inzwischen auch verbogen. Und gerade für Abby habe ich letztes Jahr gemerkt, brauche ich wieder einen, weil die auch extremes Winterfell bekommt. Und bei Tess stellt sich die Frage sowieso nicht, ja, die ist auch mega plüschig und deswegen brauchte ich den dringend. Dann einmal noch etwas mit Zusatzfutter, nämlich hier das Huf. Also das sind Pellets. Brauchte ich auch, denn mir ist Folgendes aufgefallen. Tess wächst im Augenblick extrem schnell. Heißt, ich glaube, neulich ist sie innerhalb von einem Monat, also von 4 Wochen, 2 cm gewachsen. Was ich doch recht viel finde. Sie ist mittlerweile doch schon ziemlich groß. Ich muss mal gucken, wo die kleine Maus eigentlich noch hin will. Lassen wir uns überraschen. Aber während sie diesen Wachstumsschub hatte, wurde ihre Hufqualität deutlich schlechter.
Ich vermute also, dass sie die Energie, die der Körper eigentlich sonst für die Versorgung verschiedenster Organe, wie auch eben Horn und Huf ist ja auch ein Organ, benötigt, eben rein ins Wachstum gesteckt hat, um diese Menge schaffen zu können. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, was ich jetzt auch schon einmal durchgefüttert habe, es ist jetzt leer, deswegen brauchte ich jetzt neu, dieses Huf-Dings, dieses Huf-Zusatzfutter, einfach um die Stoffe, die genau der Huf, nämlich die Problemstelle ist, noch erhöht zuzufüttern, damit sowohl Wachstum als auch gesunde Hufe möglich sind. Bisher war ich damit sehr zufrieden und deswegen nochmal neu. Und ja, mir ist im täglichen Umgang folgendes Problem auch mittlerweile aufgefallen. Der Kleinen und Abby gehen wir halt öfter ins Gelände. Am Anfang hat Tess immer das Knotenhalfter von Abby draufgekriegt, was dann aber das Problem ist, dass Abby keins hat. Und gerade mit Jungpferd im Gelände, man weiß halt nie, was wirklich passiert. Es kann halt, auch wenn man das super vorbereitet hat, immer irgendetwas passieren. Und die Versicherungsgesellschaften sehen eben ein normales Stallhalfter nicht als geeignete Zäumung fürs Gelände an, sodass man also im Gelände halt entweder eine Trense, müsste ich Abby immer auf Trense mitnehmen, finde ich aber blöd, mache ich nicht gerne, muss auch nicht unbedingt sein, oder eben ein Knotenhalfter als geeignete Zäumung an. Ja, wenn aber jetzt Tess Abby es trägt, dann hat Abby keins und deswegen brauchte ich nochmal ein zweites. Denn wenn denn was passiert, möchte ich keinen Streit mit meiner Versicherung haben, dass die mir grobe Fahrlässigkeit vorwerfen, dass ich wider besseren Wissens quasi einen Stallhalfter benutzt habe, weil dann kann es nämlich sein, dass die sagen, ja, den Schaden übernehmen wir nicht. Und dann sitzt man mit der Misere da und das möchte ich eben vermeiden. Deswegen ein zweites Knotenhalfter jetzt extra für die Kleine. Dasselbe Modell, was Abby auch hat, nur eben diesmal, wie man sieht, nicht in Rot, sondern in Blau, weil ich das halt ganz hübsch finde. Und selbst wenn Tessa irgendwann wirklich mit dem Kopf rauswächst, hat Abby den Einhalfter, was ihr gut passt. So, da bin ich mir auch sicher, denn das ab und zu hat sie auch schon das denn aus der Not heraus von Alice genommen. Aber das muss sich deutlich enger knoten und ist einfach noch deutlich zu groß. Und ich möchte es aber auch nicht abschneiden, weil sie wächst ja, wie gesagt, enorm derzeit. Und wir müssen mal gucken, was da noch draus wird. Und deswegen nochmal eins, was jetzt wirklich ganz gut passt, in ihrer Größe dazu. Und dennoch für mich, denn es wird ja jetzt wieder demnächst Winter. Und ich bin nicht so der Mützentyp, muss ich ganz ehrlich zugeben, finde ich nicht ganz so toll. Sondern ich finde Stirnbänder schön, denn die halten Ohren und Kopf so einigermaßen warm, aber nicht zu warm, dass ich die Krise kriege. Und ich fand einfach dieses hier ganz hübsch. Ich zeig's euch. Der ist rosa, es glitzert. Was will ich mehr? Und noch etwas einfacher, weil ich das auch einfach extrem hübsch fand. Dieses hier mit Strickoptik ohne Glitzer ist auch schön. Und bald. So, damit wären wir mit meinem Creme-Einkauf auch eigentlich schon durch. Und kommen jetzt wirklich zu den IKEA-Sachen. Denn diese wunderschönen Boxen, wo ich eben mein ganzes Zeug drin gelagert hatte, sind auch von IKEA. Mit folgendem Deckel, sodass man den eben hier vorne aufklappen kann, sodass ich die auch stapeln kann und beide noch öffnen kann. Denn momentan lagere ich Mineralfutter und Bierhefe in diesen großen Mineralfuttereimern, die ich einfach wieder befüllt habe und vorher ausgewaschen. Dadurch müssen die aber immer nebeneinander stehen und nehmen sehr viel Platz weg, denn wenn sie übereinander stehen, würde ich ja von dem unteren den Deckel nicht mehr aufmachen können. Und das möchte ich halt hiermit jetzt verhindern, deswegen sind es auch die kleinen, weil ich dachte mir, für Mineralfutter und Bierhefe reichen die in der kleinen Größe. Und ich glaube, mir hält das Brett auch nicht aus, aber dann habe ich da endlich wieder ein bisschen mehr Platz. Denn so sieht es momentan aus. Ich blende es euch hier gleich mal ein. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so praktisch und deswegen zwei von diesen Boxen. Ich hoffe, dass das funktioniert, aber ich bin bisher noch sehr guter Dinge. Ups. Ich stelle die einfach mal hier hin und packe auch den zweiten Deckel dahin, denn da ist noch was drin, was ich euch gleich zeigen möchte, aber dafür müssen wir erst noch meinen anderen Einkauf einsehen. So. Ich weiß nicht, wer es bei Instagram mitbekommen hat. Wer mir bei Insta folgen will, der findet jetzt hier meine Seiten oder auch bei Facebook.
Ich nehme seit ein paar Monaten an Online-Turnieren teil, meistens an den Fotoprüfungen, weil ich mich an gerittene Sachen einfach noch nicht wieder rantraue. Das müssen wir mal schauen, wann ich das vielleicht irgendwann mal mache, aber habe es mir auf jeden Fall sehr fest vorgenommen. Aber seitdem ich Fotos dort einreiche, ist meine Wall of Fame am Explodieren. Vorher hatte ich ja tatsächlich nur Pokale und Schleifen von Kim aus dem Agility, die wir uns halt auf Real-Life-Turnieren verdient haben, da dran. Aber es ist überschaubar, weil wir ja jetzt nicht so extrem aktiv im Turniersport waren. Und ja, seitdem ich Fotos einreiche und das teilweise auch schon erfolgreich, also wir haben auch schon mal einen ersten Platz gemacht, ich glaube zweimal. Und ja, jedenfalls seitdem explodiert diese Wand. Ich zeige euch da eben nochmal, wie es aussieht. Schaut mal hier rüber. Und ja, wenn ich weiterhin diesem Hobby nachgehen möchte, wird es langsam eng auf dieser Wand. Deshalb möchte ich das System ein bisschen umstrukturieren und das neu machen. Und habe mir überlegt, wie das am besten ging. Und dabei hier folgendes System gefunden. Das ist quasi so eine Werkstattwand, also dieses weiße Ding. Kann man an die Wand schrauben. Es hat hier verschiedene Löcher, wo man Dinge einhängen kann. Jetzt greife ich hier unten nochmal in die Werkzeugkiste. Nämlich zum Beispiel solche, wie nennt man das, Tabletts. Die haben hier halt die Haken, sodass man die in diese Löcher quasi einhängt. Das heißt, da können auch meine Pokale draufstehen, weil dann kommen diese kleinen viereckigen Regale von der Wand auch ab, weil ich die ganze Wand jetzt damit erstmal ausstatten möchte. Eben solche Halterungen, wo man was draufstellen kann, eben für wahrscheinlich meine Pokale, vielleicht noch irgendwas anderes, muss man sehen. Davon habe ich 4 Stück mitgenommen. Oder auch eben solche Gummibänder, die kann man eben spannen, wie man will, hakt man auch hier ein und ziehe dann so rüber und da könnte man dann zum Beispiel die Schleifen dran ordentlich aufhängen. Ja, davon habe ich ein paar mitgenommen und denn hier so zum Beispiel noch ein paar Haken, die hakt man da eben auch. Man kann es glaube ich nicht erkennen. Ich mache hier mal so ein Ding einfach auf. Upsa. Solche Clip-Haken, auch hier, das ist sozusagen die Halterung, die dann in dieses Wandbrett eingehakt wird. Und dann kann man hier drauf, also kann man das wie so eine Wäscheklammer so klippen oder irgendwas dranhängen. Keine Ahnung, Fotos, eine Schleife, ich weiß es noch nicht. Einfach so als andere Möglichkeit und Deko-Element. Von diesen großen, es gibt hier einmal in groß. Also das ist jetzt glaube ich, was ist das? Das ist die Maße. 56 x 56 cm von den ganz großen habe ich tatsächlich mitgenommen. Erstmal 2. Und weil ich nicht wusste, ob ich 4 von den großen hinkriege, habe ich das ganze System dann nochmal in einem kleineren Paket mitgenommen. Das hat jetzt die Maße von 36 x 56. Sodass ich theoretisch mir noch überlegen kann, ob ich die so hinhänge oder so. Also das muss ich noch sehen, aber wenn ich es hinbekomme und es fertig gemacht habe, seht ihr jetzt hier auch nochmal, wie es das Endergebnis aussieht. Ja, davon auch 2, einfach für die Symmetrie. Ich bin da ja so ein bisschen symmetrisch veranlagt und das gefällt mir einfach besser. Deswegen 4 von diesem Wand. Na, Regal kann man nicht sagen. Wandelementen und weil ich ja auch ein Fotofreak bin und auch zum Beispiel die Fotos von der Fotoprüfung gerne mit an die Schleifen hänge oder auch an die Wand hängen möchte, gab es also jetzt nochmal solche S-Haken. Folgende Fotorahmen, die ich gefunden habe, auch mit an diese Wand zu hängen. Ich fand das so witzig, das sieht aus hier wie so ein Film- oder Fotostreifen, wo man tatsächlich echte Fotos eben einschieben kann. Und damit die eben auch angehängt werden können, weil die haben hier oben ja ein Loch, habe ich auch noch diese Haken eben mitgenommen. Und davon habe ich 4 Stück, weil ich mal gucken, ob ich die alle brauche oder nicht, aber ich fand sie einfach sehr witzig und dachte mir, ja, sonst kommen sie halt woanders hin, weil ich die einfach cool finde. So,
Und zu guter Letzt, was habe ich noch geholt? Ein Paket habe ich noch. Ja, Ikea. Momentan benutze ich folgende Aufstiegshilfe meistens, um dieses kleine Plastik-Pappding. Dieses kleine Plastik-Mini-Ding, dieses Klappteil. Für RB reicht es, ist mir aber eigentlich noch nicht richtig schön genug. Deshalb hier eine etwas stabilere Holzaufstiegshilfe. Ja, das Bild ist jetzt so ein bisschen durch die Anleitung verdeckt. Ne, bringt nichts. Hier aber ich. Super. Na? So. Jetzt kann man es, glaube ich, erkennen. Holzaufstiegshilfe, die ich noch zusammenbauen muss, weil ich die einfach im Stall gerne haben möchte. Sieht etwas stabiler aus als das mobile Teil, was ich bisher so habe. Ja. Das war erstmal so das Wichtigste von meinem, was ich brauchte und was ich mir dann auch mitgenommen habe. Und ja, wie gesagt, Endergebnisse werdet ihr hier auch noch sehen, wenn ich es bisher geschafft habe. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir doch mal, was ihr sonst so bei Crema oder Ikea gerne für eure Pferde einkauft. Ach ja, Töpfchen habe ich schon genug, deswegen brauchte ich da nicht nochmal welche mitnehmen, weil das ist ja, glaube ich, so das Ikea-Produkt, was die meisten Pferdeleute irgendwie zu Hause haben, so als Cavaletti-Ersatz und Stangenerhöhung. Direkt habe ich schon genug, brauchte ich diesmal nicht, aber ansonsten auch ein tolles Produkt von Ikea. Was ihr so bei Ikea oder eben bei Crema alles einkauft und was ihr zum Beispiel auch als letztes gekauft habt und was ihr davon eventuell auch noch überlegt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Also dann, bis zum nächsten Mal.